Hi, hi, herzlich willkommen bei Hollow Knight. Heute ist es nicht so lange her. Ich habe erst gestern aufgenommen und gestern haben wir uns, also bei der letzten Folge, haben wir uns an einem Grimmschlund etwas die Zähne ausgebissen und die Folge davor den Seelenmeister bezwungen. Jetzt mal gucken, wie weit wir diese Folge kommen. Ich habe Folgendes vor. Als allererstes will ich natürlich noch unseren Bossgegner darlegen. Unseren kleinen Boss zumindest. Und dann mal gucken, wie lange wir dafür brauchen. Denn ich würde gerne so ein bisschen hier alles mal ein bisschen abklappern nochmal. Und jetzt weiß ich nicht. Ich habe mir echt Gedanken gemacht, wie wir das am besten angehen. Ohne, dass es euch langweilig wird. Weil wenn ich hier nochmal wirklich alles abgehe, dann... Oh, ich weiß auch nicht. Das sind so viele Wege, die wir schon irgendwie gesehen haben. Und dann laufe ich nochmal alles irgendwie nochmal ab. Und ich habe Angst, dass es euch zu langweilig wird. Ne? Deswegen... Oh je. Ja, siehst du, easy. Mal ausgeschlafen. Ich nehme heute mittags auf. Viel besser. Wo geht's denn hier lang? Nirgends. Okay. Da oben geht's auch noch. Ach so, das haben wir gesehen, ja. Ja, aber vergesslich bin ich trotzdem. Nein. Ach, wie dumm. Okay, wir gehen doch nochmal ganz kurz zurück. Oh nein. Vielleicht doch nicht. Ah. Oh, wie dumm war das denn? Ach, ich wollte normal springen. Egal. Genau, was wollte ich sagen? Okay, ich weiß nicht genau, wie langweilig das sein wird, wenn ich hier nochmal alles so Backtracking-mäßig wirklich abgehe. Eins nach dem anderen. Deswegen war meine Entscheidung jetzt, dass ich... dass die Aufnahme auf jeden Fall laufen lasse, sodass, wenn was Interessantes passiert... ich das auf jeden Fall drauf habe, aber ich vielleicht entweder Schnitte mache oder das irgendwie anders überbrücke, dass ihr so ein bisschen eine Ahnung davon habt, was da passiert ist, aber ihr nicht die ganzen Wege, die wir gelaufen sind, nochmal mitlaufen müsst. Aber dazu gleich mehr. Ne? Jetzt müssen wir erstmal den Grimmschlund eins aufs Maul geben. Das finde ich doch ein bisschen wichtiger. Ich habe mir noch keine Gedanken gemacht, wie wir diesen Grimmschlund am besten ausschalten. Ich muss ein bisschen mehr dashen. Das habe ich mir von gestern noch gemerkt. Ich war gestern einfach auch nicht mehr konzentriert. Der Kampf gegen den Seelenmeister hat mich so arg... Ach, Dreck. Was das? Ach. Was? Warum springt er denn so arg? Wie soll ich denn? Wie soll ich das denn? Der springt extrem dumm. Okay, jetzt Analysemodus. Während wir da hinlaufen. Vielleicht muss ich da auch wieder. Ich will euch nicht da die ganze Zeit. Das ist nur so viel, ihr wisst schon, so viel im Schnitt. Ich bin ein grundsätzlich sehr fauler Mensch. Aber mir bleibt vielleicht auch gar nichts anderes übrig. Jetzt machen wir mal nochmal, ich habe ja vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen. Wir können mal gemeinsam analysieren. Was macht er denn? Der spuckt einzelne Feuerdinger. Das ist an sich, wenn ich mich nicht wirklich richtig dumm anstelle, eigentlich kein Problem, weil den kann man noch ausweichen. So, dann springt der manchmal richtig dumm und unberechenbar. So, wenn der richtig dumm und unberechenbar springt, dann habe ich eigentlich irgendwie, da muss ich wegdashen. Aber der springt manchmal so komisch, dass ich da auch nicht unbedingt wegdashen kann. Und das macht es dann wieder irgendwie dumm. Und dann hat er noch seine... Ich weiß nicht, was ich dagegen mache, wenn der... Wenn der diesen, keine Ahnung, Vulkanausbruch oder wie auch immer man das nennen will, macht. Also wenn der
da alles. Kann ich mich da schützen, indem ich... Ich weiß es nicht. Vielleicht auch nur kurz? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie ich dem am besten ausweiche. Hm. Oder muss ich da einfach frühzeitig... Muss ich durch den durchdashen? Geht das? Ach, der hat noch diesen Clown-Angriff. Okay, das war okay. Na, das war nicht so okay. Puh, das war ein bisschen mehr Glück als Verstand. Ach, Dreck. Da springt er zurück. Ach, direkt reingelaufen. Das wird nix, das wird nix. Das wird nix, das wird nix, das wird nix. Okay, Leute, ich glaube, mir bleibt nichts anderes übrig. Ihr seht wieder einen Zeitraffer. Okay, ihr seht, ich war richtig erfolgreich. Bin ein paar Mal ein bisschen verreckt. Jetzt weiß ich noch, hier oben war doch noch irgend so ein... Da gehen wir nochmal hin. Ich weiß nicht, ob das noch... Ist das nochmal aktivierbar oder nicht? Oder ich weiß es schon nicht mehr. Ich glaube schon, ne? Weil dann kann ich mich hier nochmal ein bisschen aufheilen. Gab es hier oben nochmal irgendwas? Nein. Oder? Warte. Nein. Okay. Sehr gut. Das war auf jeden Fall wichtig, weil sonst wären wir hier beim Boss gleich richtig gestorben. So, ich weiß es immer noch nicht so ganz genau. Aber das ist ja oft so ein bisschen Trial and Error. Und das werden wir jetzt gemeinsam rausfinden und ihr werdet mich ganz oft noch sterben sehen. Warum muss ich immer Bosse bekämpfen? Warum besteht dieses Spiel nur aus Bossen? Ach, Dreck. Ich kann aber auch nicht durchdashen durch den. Okay, das war gut. Okay. Ach, Dreck, der hat seinen... Oh. Was mache ich denn da? Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Was mache ich, wenn der explodiert? Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich habe keine Ahnung. Lasst mich kurz einen Schluck Kaffee trinken. Vielleicht denkt sich's dann besser. Okay, wir sehen uns gleich wieder. Dreck. Okay. Neuer Versuch. Ich habe mir gerade überlegt, ich weiß gar nicht, ob das was nützt, wenn ich unsere neue Power da mal einsetze. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Macht das auch Schaden? Ich hoffe. Ich weiß es aber nicht. Mal gucken.
Okay, das war nicht ganz so schwer wie Seelenmeister und so. Oh, aber das, ey, da einen Sweet Spot zu finden, ist echt nicht easy. Okay, das ist ein Seelenfragment. Hier, Maskenfragment. Sehr cool. Nice, wir haben Leben mehr. Woo! Das ist cool. Das ist cool, das ist sehr, sehr gut. Jetzt geht's hier wieder raus. Nice. Hammer. Ja, ist alles nicht ganz so schwer. Okay, jetzt, wie gesagt. Ich hab mir das echt lange überlegt, wie ich das am besten mache. Wir gucken jetzt tatsächlich noch ganz, ganz viel einfach an, was noch übrig ist. Das heißt, ich werde nochmal wirklich ganz viel ablaufen und ganz viel schauen. Und wir haben ja auch, weil ich das meistens nicht mit dem hier mache, wir können da ja auch Markierungen setzen, ne? Also wir haben ja hier, zack, und wir können Markierungen setzen. Das heißt, das mache ich jetzt auch mal. Wenn ich merke, okay, wir sind da an Stellen, an denen ich nicht weiterkomme, aktuell, dann setze ich da Markierungen. Und ich weiß noch nicht, wie ich es im Schnitt am Ende mache. Das kommt ein bisschen drauf an, wie viel da jetzt zwischendurch ist und ob ich da viel Zeitraffer reinsetzen muss oder nicht. Genau, immer wenn was Spannendes passiert, seid ihr auf jeden Fall wieder drauf, weil ich lasse die ganze Aufnahme auf jeden Fall mal mitlaufen. Und dann sortiere ich nachher einfach aus. Okay? So, okay, dann hört ihr mich jetzt nicht mehr, seht jetzt vielleicht was. Mal schauen. Okay. Wir sehen jetzt gleich wieder, hier oben, schaut mal da, da ist so ein Wurm, den haben wir noch nicht. Den haben wir mal gerettet und weiter geht's. Ich bin hier gerade in einen Bosskampf reingerannt, Moment, wartet mal ganz kurz. War dahinter was? Da waren wir schon mal. Wir haben den schon mal bekämpft, ne? Uah. Ja. Okay, wir können den auf jeden Fall ganz gut mittlerweile platt machen. Jetzt weiß ich aber nur nicht, ob hier hinten... Ne, hier war, glaube ich, nur ein Wurm, ne? Aber ich lasse euch mal gleich... Wahrscheinlich sehen wir uns gleich wieder, denn ich ahne, was da rechts gleich kommt. Deswegen lasse ich euch nämlich gleich mal drauf. Weil hier haben wir diese Mine. Und die war ganz interessant, weil ich glaube, wir hatten da so einen Punkt, wo wir, glaube ich, unseren Sprung einsetzen konnten. Na, wisst ihr, hier, ah Mist, ich habe das gerade nicht, ich habe gerade keine Energie mehr und das ist gerade gar nicht so geil, weil ich habe auch ein wenig Leben, merke ich gerade. Hast du uns eigentlich noch irgendwas zu sagen? Begrabe meinen Körper, bedecke meinen Panzer, welch Sinn liegt in der Dunkelheit? Doch ich verbleibe, ich warte hier für immer, bis das Licht wieder erblüht. Okay. Oh, der hat noch was mehr gesagt. Begrabe, Körper, bedecke, Panzer, Dunkelheit, sinnlos, gefährlich. Doch verbleibe, Licht, wieder. Okay, der wird immer verrückter. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich brauche aber vor allem... ein bisschen Leben hier wieder. Und ein bisschen Seele. Seele und Leben. Da, 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 da. Da, 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 da. Ich werde auch so langsam verrückt. Nein! Oh, huh. Das hat mich kein Leben gekostet. Sehr gut. Was ist hier? Was war hier? Ach, hier war das ganz Dunkle. Da können wir hoch, aber ich lasse das mal. Ich glaube, da will ich lieber irgendeine Laterne oder sowas mit. Weil da habe ich zu sehr Angst.
Ich höre hier doch noch einen Wurm. Muss irgendwo ein Wurm sein. Wo ist der? Ich höre ihn doch. Guck mal, da links können wir auch noch irgendwo hoch. Oder? Guck mal, wenn wir hier... Ah, nee, das ist nicht ganz so geil. Könnten wir, wenn wir... So. Okay, jetzt haben wir wieder ein bisschen... Was haben wir hier noch? Was haben wir hier noch? Okay, ich will da gar nicht zu weit in die Richtung gehen. Aber was ich tue, ich will die Bank da unten noch aktivieren. Wie komme ich denn an dem vorbei? Au! Hier, friss das. Mann, hey. Was haben wir uns das? Warte, wenn wir da unten die Bank haben. Das ist gar nicht so schlecht. Wir sammeln damit ein bisschen auch Geo. Jetzt nehme ich euch doch hier komplett mit, ne? Oder fast komplett zumindest. Dabei wollte ich doch nur... Mann, egal. Jetzt lasse ich euch halt noch kurz dabei. Es geht ja schnell. Wir sind ja da schnell wieder oben. Da höre ich doch. Wo ist das denn? Nein, wie dumm. Ich höre den doch. Wo ist der? Egal. Finden wir wieder. Geht hier weiter, ne? Ja, genau. Ja, jetzt sind wir hier. Okay. Ich habe keine Ahnung, ob das überhaupt funktioniert. Vielleicht funktioniert das auch überhaupt nicht. Haben wir hier links noch irgendwas? Guck mal, genau, wir haben hier... Das will ich vielleicht doch nochmal ganz kurz... Da hätten wir es vielleicht auch vorhin schon holen können. Ich weiß, ich habe es vorhin auch schon gedacht, aber ich hatte so wenig Leben, dass ich doch vielleicht das gar keine schlechte Idee war. Und wenn wir jetzt... Bam! Schaut mal her. Kristallspitze. Oh, neues Gebiet. War ja klar, dass ich wieder... Ich habe doch das alte noch gar nicht. Kann ich da nicht wieder zurück? Shit. Och Mann, es war aber so vorhersehbar eigentlich. Oder? Shit. Nee, ich kann nicht wieder zurück. Och nee. Na gut. Hilfe, es ist so dunkel hier. Ist das von der anderen Seite vielleicht? Was ist das da unten? Das sieht so gefährlich aus. Okay. Langsames, robustes Geschöpf, der Glimmrücken. Die Kristalle, die auf seinem Rücken wachsen, bieten nach oben hin zusätzliche Verteidigung vor Feinden. Okay, den kann ich also nicht von oben angreifen. Ich will mal auf die Karte gucken. Jehe. Aber geile Map wieder. Ey Leute, ich finde die Atmosphäre von dem Spiel so fantastisch. Ich kann es nur immer und immer wieder betonen. Okay.
Okay, der läuft quasi einfach straight auf mich zu. Ich muss das ein bisschen... Okay, der kann nicht drauf. Okay, neue Mechanik hier. Fließbänder. Das wird mir mit Sicherheit noch zum Verhängnis werden. Shit. Nein, nein. Ich sag's ja, das wird mir noch zum Verhängnis werden. Ist das der gleiche? Nee, das ist ein anderer. Ah, das ist ein Gegner. Erinnert mich an, wie heißen die bei Super Mario, diese Hammer-Dinger? Hier geht's zu einer Bank. Hier. Wichtig. Kleiner Safe Point. Oh. Die drehen sich um. Will ich da schon hin? Nee. Noch nicht. Leute, lasst uns mal noch was anderes angucken. Okay, einfach auf die zu. Ich glaube, das ist eine gute Taktik bei denen. Einfach auf die zulaufen. Wo geht's da hin? Ich will den Kartentyp finden. Ich will eine Karte von hier. Wie viel waren das? 3? Kann das sein? Oh, ich wollte es zählen. Das sind ultra viele. Da kann ich mit Sicherheit hoch. Okay. Das ist geil. Okay, ich brauche mich da noch nicht mal richtig festhalten. Also ich brauche nicht in die Richtung drücken, weil ich halte mich da automatisch fest. Shit. Wie kriege ich die denn am besten? So. Hallo? Ich hab doch... Ach, von hinten wahrscheinlich ist das... Das Ding auch von hinten nicht so geil. Ach, das ist eine Karte. Okay. Oh, was ist das denn? Oh. Die kann ich von unten nicht angreifen. Die muss ich irgendwie so angreifen. Was ist da unten? Oder von oben? Nein. Shit, 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 shit. Bitte lass kein Gegner da sein. Dunkel. Kann ich da nicht von oben? Nee, kann ich nicht, ne? Komm schon. Oh, was ist das denn? Nein, 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 nein. Darf ich da reinlaufen? Ich weiß es nicht. Nach.
Oh, lecko mio. Shit, ich bin fast tot. Ist das das gleiche, wie die Bank vorhin war? Ist das die Bank? Ja, das ist die Bank. I tricked you. Oh, guck mal, wo geht's da denn hin? Da kann ich, ne? Ich weiß noch nicht so ganz genau, wie ich gegen die ankommen soll. Moment, ich will das ganz kurz einmal austesten. Ja, das schädigt mich. Okay, alles klar. Das war mir nämlich jetzt gerade... Ich habe es gerade vermutet, aber ich habe es noch nicht hundertprozentig ausgetestet. Was ich mal ganz kurz noch gucken will. Kristalljäger schleudert schnell wachsende Kristallsplitter auf Eindringlinge. Bergarbeiterhülle. Überreste eines Käfers, den es wegen der wertvollen Kristalle zur Kristallspitze verschlagen hat. Seine Klauenspitzhacke dient nun auch als starke Waffe. Okay. Grimmschlund, den haben wir auch noch nicht. Ein grausames Geschöpf, aber ausgesprochen gesellig. Ja, das ist super. Wird aggressiv, wenn es sich nicht unter seine Artgenossen mischen kann. Okay. Manchmal höre ich den Ruf dieses Wesens, wenn ich in die Höhlen umherstreife. Doch ich habe bisher keines tatsächlich zu Gesicht bekommen. Nach wem oder was es wohl schreit? Soweit ich das beurteilen kann, wurde sein Ruf nie beantwortet. Genau, den hatten wir gerade schon. Warte, ich brauche hier kurz meinen Schluck Kaffee. Da ich jetzt hier auch ein bisschen Zeitraffer und Co. drin habe, kann es sein, dass die Folge vielleicht wieder ein bisschen länger wird, aber das ist okay. Ich habe mich mittlerweile schon, sagen wir mal, dran gewöhnt. Habe ich das gerade... Kann ich das aufhalten? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Huch. Habe ich das gerade pariert? Habe ich gerade seinen Schlag pariert? Ich weiß es nicht. Oh, guck mal, hier haben wir schon ganz viele... Ah, Geo, gib mir Geo. Ich will hier wieder raus, ehrlich gesagt. Eigentlich wollte ich hier nie hin. Aber ich habe keine Ahnung, wo ich hier wieder rauskomme. Und ich habe keine Ahnung, wie ich hier durch diese dunklen Passagen kommen soll. Da brauche ich diese Lampe für. Ich weiß nur nicht. Dreck, ey. Schnell kaputt machen. Ich komme hier gerade nicht weiter. Mist. Hier komme ich gerade nicht weiter. Okay. Was? Ich hab dich doch zuerst angegriffen. Gibt's ja nicht. Dann nehmen wir mit. Okay. Hier können wir noch irgendwie hoch. Mal ganz kurz einmal noch weiter hoch. What? Okay, da kümmern wir uns gleich drum, weil ich will hier noch mal kurz irgendwie gucken, ob wir hier... Das ist so eine kleine Sprungpassage. Mist. Okay, ich glaube, ich muss mit dem Dash arbeiten. Okay. Meine Freunde. Das war's für diese Folge.
Wir sind jetzt doch, wir haben doch nicht so viel Backtracking gemacht, wie ich dachte. Shit. Na, aber so ist es manchmal, gerade in diesem Spiel. Man kommt vom Hundertstel ins Tausendstel und plötzlich ist man in einem komplett neuen Gebiet wieder und kommt schon wieder nicht raus, wie bei der Stadt der Tränen. So ist es nun mal. Aber ist okay. Ich freue mich, dass wir hier sind. Ich will jetzt eigentlich nur wieder raus, weil ich ein bisschen Backtracking eigentlich machen wollte und nicht schon wieder weitergehen wollte. Aber ich habe auch keine Ahnung, wo ich die Karte herkriege. Mal gucken. Aber da wird Cornifer uns bestimmt irgendwann wieder begrüßen und auftauchen irgendwo. An dieser Stelle sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und ich wünsche euch eine gute Zeit.